Have fun, hier ist euer Avram zurück in Mafia Definitive Edition und dieses Mal in Crème de la Crème. Nach Sergios Tod herrschte wochenlang Chaos. Unsere Jungs gegen ihre. Und Morello war untergetaucht. Aber ein Boss kann sich nicht ewig verstecken. Damit ein Don gefürchtet wird, muss er sich sehen lassen. Schließlich hörten wir, dass er sich zeigen würde. Morello will uns provozieren? So tun, als wären wir nicht im Krieg? Wir werden uns ihm stellen. So kriegen wir ihn. Wir warten vor dem Theater. Bis zum Ende der Show. All die reichen Arschlöcher werden rauskommen. Und dann schnappen wir uns Morello. Aus der Menge. Bevor sie uns kommen sehen. Das Theater wird voll sein. Möglicherweise wird sogar der Bürgermeister da sein oder der Polizeipräsident. Genau darum geht's, Tom. Wir töten ihn in der Öffentlichkeit, sodass es die feinen Pinkel sehen. Dann wissen sie, wer der Chef ist. Ganz egal, ob man eine Marke, eine Robe oder ein fettes Bündel Geld in der Tasche hat. Wer Salieri in die Quere kommt, ist tot. Okay, Boss. Wir erledigen das. Nehmt die Maschinengewehre, aber seid euch sicher, dass ihr vor dem Theater keine Aufmerksamkeit auf euch zieht. Haltet die Knarren versteckt, bis ihr Morello seht. Und dann durchsiebt ihr ihn. Der weiße Anzug soll aussehen, als wäre er mit Rosen bedeckt. Verstanden? Klar, Boss. Endlich. Endlich packen wir es an. Ganz ruhig. Wir müssen zum Theater, bevor die Vorstellung vorbei ist. Tom, du fährst. Es steht fest, Jungs. Morello stirbt heute Abend. Heute? Scheiße. Viel Glück, Leute. Drück aufs Gas, Tom! Unglaublich, dass wir nach all den Jahren endlich Morello aufs Korn nehmen. Nicht seine Leute oder Familie, endlich ist er selber dran. Damit schließen wir ein langes Kapitel ab. Und wenn er weg ist? Sind wir die Könige. Nein, ich meine, was ist mit dem Don? Werden ihm die Tränen kommen? Er wird einen hübschen neuen weißen Anzug tragen. Alles klar, Jungs? Ja, ich schwitze nur wie verrückt. Sieht übel aus. Wir sind fast da. Zähne zusammenbeißen. Wenn wir Morello sehen, alle auf ihn. Nur auf ihn. Wenn er erledigt ist, bricht Panik aus. Wir tun's wirklich. Wie lange kämpft er schon gegen den Boss? 10 Jahre? Länger. Macht der weiße Anzug ihn zu einem leichteren Ziel? Ich sehe ihn! Heiz ihm ein! Los! Los! Hinterher! Häng dich ran, Tom! Sonst macht der Don uns fertig! Wenn ich dran bin, schießt auf die Autos um ihn herum. Die müssen wir zuerst ausschalten. Alles klar! Lasst euch nicht zu viel hier von den anderen ärgern. Folgt einfach dem anderen Wagen mit Morello. Morello hat sie zum letzten Mal bezahlt. Ab morgen gehören sie uns. Erst sind alle Leute dran und dann erst.
ziemlich nervös sein. Hat alle seine Jungs mitgebracht. Schaltet sie aus, wenn ihr könnt. Aber wir sind wegen Moreno hier. Ja, du bist immer noch eiskalt am Steuer, oder? Wenn wir sie verlieren, taucht er Monate unter. Oder länger. Er darf nicht entkommen. Er könnte überall hin verschwinden. Wenn er entwischt, verkriecht er sich vielleicht in einem anderen Staat. Wir müssen ihn heute schnappen. Ich, keine Sorge. Das wird ganz schön eng. Moreno hat einen guten Fahrer, aber er ist nichts gegen dich, Tom. Ich lade nach! Ich weiß sie mal!
Bastard versteckt! Muss irgendwo ein Nest sein! Hinter dir! Tommy! Ich habe hier versucht, das Flugzeug aufzuhalten, indem ich beide Motoren ausschalte, aber es hat nicht funktioniert. Bin mal gespannt. Schreibt gerne in den Kommentaren, ob ihr es hinbekommen habt. Auf jeden Fall würdet ihr euch dann einen zweiten Teil mit einer Verfolgungsjagd des Flugzeugs, ja, sparen. Fehlen. Hör auf und lass mich! Noch ist er nicht weg! Warum? Weil ich hier der Fahrer bin. Und jetzt müssen wir den Flieger erwischen. Okay, das ist der Plan. Wir folgen ihm, sehen, wo er landet und feuern dann aus allen Rohren und machen sie alle. Der Vogel bleibt bestimmt nicht in der Luft. Das Ding wird nicht landen, sondern abstürzen. Sieht es für dich aerodynamisch aus? Gott sei Dank haben wir dich im Auto, Professor. Morello wird einen Flugzeugabsturz nicht überleben. Wahrscheinlich nicht, aber er ist erst tot, wenn wir ihn tot sehen. Gerade ihr zwei solltet das inzwischen wissen. Wenn ihr dem Flugzeug hinterherfliegt, denkt daran, der kürzeste Weg ist nicht immer der beste Weg. Manchmal muss man auch Umwege fahren, damit man auch gut zu diesem Flugzeug hinkommt. Schaut euch einfach mal an, wie ich das hier gelöst habe. Landen kann er, aber er wird nicht sicher sein. Egal, wo er landet, wir sind ihm auf den Fersen. Geht er runter? Ja. Ja, geht er. Schon, wir müssen sicher gehen, dass er tot ist, bevor die Bullen aufkreuzen. Sowas überlebt keiner. Mann, ist das viel Rauch. Irre, dass wir das geschafft haben. Ja, irgendwie. Hast du etwa einen Todeswunsch? Ja, irgendwie unwirklich. Passt auf und haltet die Waffen bereit. Wir dürfen nicht nachlässig werden. Wir haben keine Zeit. Alle Bullen der Stadt sind auf dem Weg hierher.
Wir steigen aus, sehen nach und verschwinden. Klar? Aber sicher. Bist du schon immer so gefahren? Oh mein Gott. Der Bastard ist tot, er weiß es nur noch nicht. Jetzt weiß er es. Ja, Mann. Gut gemacht. Kommt schon. Hauen wir ab. Wir sehen uns im Jenseits, Marco. Ja, und das war's dann auch schon wieder. Bis zum nächsten Mal, euer Avo.